ich bin zurück aus Dubai. Ich war jetzt 2 Wochen in Dubai. Ich bin ganz offen und ehrlich zu euch. Ich weiß nicht genau, wie lange ich war, 13 Tage ungefähr. Und von 13 Tagen war ich Minimum 11 Tage besoffen. Also, das war auch kein Urlaub. Ich brauche jetzt Urlaub von dem Dubai-Urlaub, Digga. Ich habe viel zu oft getrunken, Bruder. Ich weiß auch nicht, wie das zustande gekommen ist, aber das hat sich halt irgendwie immer ergeben. Ich war einfach betrunken, die ganze Zeit. Ich bin aufgewacht, war immer noch betrunken, hab weiter getrunken, dann bin ich schlafen gegangen betrunken. Und es ging dann einfach die ganze Zeit so weiter, Digga. Ja, das hat jetzt aber auch mal ein Ende. Das reicht. Schlimmer als Ron? Nee, das nicht. Das nicht. Ich wollte mich auch, es ist schade, dass es nicht geklappt hat. Ich war ja, also als ich in Dubai war, waren ja Nico und Ron auch in Dubai. Wir haben auch ein paar Mal hin und her geschrieben und wollten uns treffen. Danke. Das Problem war bloß meistens, entweder war ich betrunken irgendwo und hab die gefragt, oder Danke. Die waren betrunken und haben mich gefragt, ob ich komme. Aber es war nie so in einem. Beispiel. Naja, also ein Beispiel jetzt, Thema Dubai. Beispiel. Ich bin unterwegs, drehe ein Video um 13 Uhr oder um 14 Uhr nachmittags. Wer ruft mich an? Nico. FaceTime. Bruder, komm zum, wie heißt der Scheiß hier? Komm zum Nikki Beach. Komplett dicht. Komm zum Nikki Beach. Ich so, Digga, ich dreh gerade ein Video. Ja, komm zum Nikki Beach, bis gleich. Ich so, Digga, ich kann jetzt nicht zum Nikki Beach drehen, ich dreh ein Video. Und dann bin ich eine Nacht später in irgendeinem Club besoffen und ruf den FaceTime an und der hat einen Kater vom letzten Tag. Und es hat sich nicht ergeben. Es war einfach schwierig. Einfach schwierig, Digga. Aber ansonsten war Dubai lustig, Chat. Dubai war lustig. Besondere Erfahrung, die ich in Dubai gesammelt habe. Ich glaube, 10 Tage oder so war ich in dem Apartment. Also ich war ja mit Daniel Abt und seinem ganzen Kamerateam und so war ich da unterwegs. Und dann sind die nochmal abgereist früher als ich. Und ich habe mir nochmal für 3 Nächte ein anderes Hotel genommen, okay? Guck mal, ich zeige euch mal das Hotel-Chat. Zeige ich mal das Hotel, Digga. Und zwar war ich hier. Das kennen bestimmt auch viele von euch. Wer von euch kennt das Hotel, Einzelchat? Also das ist das klischeehafte Hotels. Wenn man Influencerinnen folgt, die gelegentlich im Ausland sind, das ist das Hotel von Dubai, Digga, was jede Insta-Dame postet. Oder? Kennt ihr das? Eins? Ja, kennen ein paar von euch, ja. Noch nie gesehen. Shamina, du bist auch 14 und musst Hausaufgaben machen. Das ist das Problem bei dir, Shamina. Meine neue Immobilie. Ja, ist ja auch egal. Also auf jeden Fall war ich in dem Hotel hier, okay? Und ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, weil ich wollte eigentlich nach den Alkoholexzessen, die ich hatte, die Tage davor, wollte ich eigentlich noch ein paar Tage chillen. Und das Hotel, wo ich, also dieses Five Palm Jumeirah heißt es, Bruder, das war wie ein Puff. Das war ein Bordell. Das war kein Hotel, das war ein Bordell, Digga. Da waren, also ich hab sowas noch nie erlebt. Digga, da waren wirklich 90% von den Frauen, die ich da gesehen habe, die da rumgelaufen sind, waren alles Prostituierte, Digga. Könnt ihr euch das vorstellen? Das waren nur Prostituierte, Digga. Nur. Ich gehe an Pool, da war gefühlt, kennt ihr noch Jersey Shore? So war das da. Ich sehe überall Ärsche, Digga, in Tangas. Ich sehe Brüste, ich sehe irgendwelche halb irrigierten Glieder von Männern, die da im Pool rumbouncen und so ein Zeug. Digga, die haben da halb gebumst im Pool. Und ich wollte einfach chillen. Ich hatte gar keinen Bock auf sowas. Die waren alle auf Drogen, die waren alle Hacks, die waren besoffen. Laute Musik, ich hab's nicht gepackt. Ich wollte einfach nur ein paar Tage chillen. Das war schlimm. Das war sehr schlimm, ja. Aber an sich ein schönes Hotel gewesen. Übertreib? Nein, Chat, ich übertreib nicht. Real Talk, ich übertreib nicht. Also, Tipp auch an euch, an alle Singles, schreibt's euch auf. Wenn ihr nach Dubai geht, Single seid und Bock auf Party habt und Frauen und so ein Zeug, geht in das Hotel rein, Digga. Geht in das Hotel rein, Digga. Also, das ist ganz kranke Scheiße, was da passiert. Wo genau war das nochmal? Das Hotel heißt Five Palm. Chat, Five Palm. Ist das teuer? Ja, ist schon relativ teuer, Chat. Ist kein günstiges Hotel, muss man dazu sagen. Wenn man da Bock drauf hat, dann kommt man da auf jeden Fall auf seine Kosten. Ja. Du Nuckelmaus? Danke. 5 gehe ich im Willi-Hotel. Bald auch Vater wie Nico? Nee. Muss eigentlich Dubai immer sein, so menschenrechtsmäßig? Ja, das ist eine Sache, Chat. Oder Frage an euch. Kurze Frage, Chat. Findet ihr es verwerflich, wenn ich nach Dubai gehe und Videos drehe? Ja oder nein? Wegen diesen ganzen Skandalen, die da passiert sind. Nein, ja, nee. Ich würde sagen, der Großteil findet es nicht verwerflich. Ein bisschen. Ey, Chat, ich sage euch ganz ehrlich, ich kann das nachvollziehen. Ich finde die Sachen, die da passiert sind, also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich auch nicht ultra krass damit beschäftigt. Ich weiß, wir haben uns, glaube ich, damals sogar zusammen dieses Jan Böhmermann-Ding angeschaut, wo da über diesen König-Herrscher geredet wurde und so ein Zeug.
Aber ich, das ist wahrscheinlich eine dumme Einstellung auch. Aber wisst ihr, was ich mir denke? Ich denke mir halt so, Bruder, klar ist das scheiße, was da passiert. Aber soll ich jetzt deswegen nicht mehr hinfliegen? So, wisst ihr, wie ich meine? Wenn ich jetzt nach Indien fliege und da Videos drehe und das Land erkunde, Digga, da passiert doch genauso scheiße, oder nicht? Wisst ihr, wie ich meine? Ist vielleicht ein schwaches Argument, ein dummes Argument. Aber, ja, I don't know. Schwierig, schwieriges Thema, Digga. Flieg doch lieber nach Australien. Fahr nach Grönland. Was passiert? Worum geht's? Es geht bloß darum, Dubai hat in den letzten Monaten, in dem letzten Jahr, sehr viel negative Schlagzeilen gemacht. Und deswegen ist es halt bei vielen so, dass die sagen, yo, ich fliege jetzt nicht mehr nach Dubai, weil halt da und das passiert ist, wisst ihr, wie ich meine? Ja. Dubai ist halt eine Scheinwelt, ey, safe, Chat. Danke. Safe. Ich bin auch ehrlich, ich glaube, da habe ich auch schon mal drüber geredet. Ich habe doch mal, wisst ihr noch, als ich drüber nachgedacht habe, dass ich nach Dubai auswandere? Könnt ihr noch dran erinnern, Chat? Ich habe da mal drüber nachgedacht. Ich bin ganz ehrlich, jetzt, ich war ja schon öfter jetzt in Dubai, ich könnte mir nicht vorstellen, da zu leben, Digga. Könnte ich mir ehrlich nicht vorstellen, Digga. Dubai ist, also auch alle, die in Dubai waren, vielleicht nicht, wenn ihr einmal da wart, aber wenn ihr öfter da wart, Dubai, muss man ehrlicherweise einfach mal sagen, Chat, ist eine geisteskranke Fake-Welt. In Dubai ist alles, was ihr seht, Fake, Digga. Wisst ihr, wie ich meine? Alles ist so ultra künstlich, Bruder. Sogar der, Digga, wusstet ihr, dass sie in Dubai Regen künstlich erstellen? Wusstet ihr das? Die erstellen den Regen künstlich, Bruder. Die machen da irgendwas mit den Wolken, dass es regnet. Das ist kein Joke. Das ist kein Joke. Ich wusste es auch nicht. Ich weiß nicht, wie die das machen, Digga, aber die sprühen da irgendein Zeug in die Luft und dann regnet's da, Digga. Dann regnet's da. Doch. Chat, vertraut mir. Vertraut mir. Hier auch? Das stimmt nicht. Gibt's da ein Video dazu? Safe. Warte. Dubai Rainmaking. Cloud Seeding. How the UAE gets creative in to increase rainfall. Hier, guckt. Hier. Da. Die sprühen da irgendwas in die Wolken. Hier, der da. Der sprüht es da in die Wolken. Der setzt sich ins Flugzeug und dann regnet's. Ah, ihr seht ja gar nichts. Oh, hier, nochmal. Also, hier. In the early 2000s, the UAE, seht ihr das? Started performing regular cloud seeding operations. Hier, die sprühen da was rein. Cloud seeding is the process of increasing the amount of rain. Cloud seeding, die erstellen Wolken. Die erstellen Wolken, Digga. Das müsste ich mal geben. Hier, mach da noch eine Wolke hin, Bruder. Da machst du noch eine hin. Ein Blitz. Hab's euch doch gesagt. Und das ist das Geisteskranke. Es ist halt alles Fake in Dubai. Es ist halt alles Fake. Plus, was ich auch noch sagen muss. Digga, also du siehst da wirklich den ganzen Tag wunderschöne Frauen. Aber du weißt, es sind einfach alles Prostituierte. Wisst ihr, wie ich meine? Und das wird meinen Kopf ficken, Digga. Da würde ich nicht drauf klarkommen, glaube ich. Da würde ich nicht drauf klarkommen. Das wäre mir zu viel. Und ich bin mir auch sehr sicher, oder frage an euch, was denkt ihr, wie lange würde es dauern, wenn ich nach Dubai ziehe, bis ich insolvent gehe? Da sind zu viele Reize. Wisst ihr, wie ich meine? Da sind zu viele Reize, Digga. 5 Stunden. Ja, ein Tag. Nee, ich glaube, ein Jahr würde ich durchhalten, aber dann ist auch Sense, Digga. Dann kann ich auch die Insolvenz anmelden. Wo treibst du dich denn rum, da leben nur Prostituierte? Also, Chat. Eins im Chat, wer von euch in Dubai war und ganz viele Prostituierte gesehen hat. Jetzt erzählt mir nicht, dass ich der Einzige bin, der die ganze Prostituierte sieht in Dubai, Digga. Erzählt mir nichts. Und da sehe ich auch wieder, dass meine Community zu 90% aus 14-Jährigen besteht, die halt noch hier in Spieleparadies abgeladen werden und die Eltern dann essen gehen abends. Natürlich seht ihr im Spieleparadies keine Prostituierten, Chat. Wenn ihr da rutschen seid und ein bisschen auf dem Klettergerüst rumturnt. Danke. Das ist mir schon klar, Digga, dass ihr dann keine Prostituierten seht. Bin eine Escort-Dame aus Dubai und kann es bestätigen. Mr. Benzin kann es sein, ja. Harald, danke für den Fünfer. Hast du am Tisch mit MRS Bella geflirtet? Wenn nicht, sag ich dir ganz ehrlich, schäm dich, Junge, größte Chance deines Lebens verpasst, eine Millionärin zu heiraten, die dich Versager mit durchs Leben zieht. Du kleiner Wichser, Harald. Nee, ich habe nicht mit Mrs. Bella geflirtet. Das hat aber andere Gründe, warum ich nicht mit der Dame geflirtet habe. Okay, versteht ihr, Chat? Das hat andere Gründe. Er hat Angst vor InScope. Richtig, das ist der Grund.